Wir haben ähnlich wie im Cockpit im Flugzeug verschiedene Monitore mit aktuellen Daten, die wir bekommen, aber Sensoren. Das heißt, wir haben Indikatoren, zum Beispiel wie viel Bett haben wir frei, wie viele Leute sind infiziert, wie viele Leute sind auf der Intensivstation. Das kommt nachher in das Cockpit, wird prozessiert von IS und zum Schluss wird ein Befehl erteilt an die entsprechenden Strukturen mit der Idee, dass alle Passagiere gut ans Ziel kommen. Alles, was wir heute für gegeben annehmen, ist 3 Stunden später schon mal völlig anders. Und wir haben gemerkt, Planung ist fast nicht möglich. Also. Wir können nicht weit vorausplanen. Wir haben gesagt, also, wir brauchen etwas wie Militär. Oder? Das ist eigentlich, was ihr hier seht, ist eigentlich ein Etat-Major, ein Stab. Wir tun das ganze Spital auf die kommende Covid-Krise ausrichten. Und das findet hier statt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den Informationsfluss zuerst mal kanalisiert. Das war wichtig. Wir haben geschaut, dass alle Informationen hier zusammenfließen, dass wir sie hier darstellen, analysieren und entscheiden können. Das passiert eigentlich da. Jetzt sehen wir noch schön, was man hier sieht. Mal die grossen Bildschirme. Das sind noch Fragen, die Mitarbeiter stellen. Wie sollen wir etwas machen? Die werden dort projiziert, die werden dann den unterschiedlichen Zellen hier zugeteilt, je nachdem, wer es betrifft. Also, dass man während des Tages eine Lösung finden dafür. Im Moment haben wir 39 Leute im Spital, die sicher getestet positiv sind und 3, die wir noch auf das Testresultat warten. Es ist jetzt wichtig, auch die Leute zu kennen. Ich habe in den letzten 2 Wochen den ganzen Kanton kennengelernt. Oder ich kenne jeden Servicechef, alle zusammen. Man kann auf dem kurzen Weg Sachen besprechen, abmachen, entscheiden. Es geht alles zusammen viel flinker vorwärts. Also, eine E-Mail weiß ich nie, ob meine Nachricht ist angekommen. Also E-Mail funktioniert nicht in der Krise. Wir gehen davon aus, wenn die jetzigen Massnahmen, die man in der Gesellschaft trifft, die Kurve abflachen können, dass wir bereit sind für das. Wenn das nicht passiert, und darum ist es so wichtig, dass man das macht, dann hinkt man ein Problem hinten rein und das ist das Schlimmste, was man im Moment machen kann.